Das war die Entscheidung. Zum ersten Mal in über 100 Jahren habe ich einen Job nicht perfekt ausgeführt. Nein, das ist nicht richtig. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Unternehmen sabotiert. Ich habe DCs. Ich habe Jarvis verraten. Ich glaube nicht, dass er es bemerkt hat. Er ist kein leidenschaftlicher Mensch und hat als solcher keinen Blick für die Leidenschaften anderer. Ich stand vor ihm, verlegen, ängstlich, nervös. Aber er hat nichts davon bemerkt. Er war nur mehr als verstört, dass seine beste Mitarbeiterin, dass seine Gefährtin, dass sein Werkzeug nicht so funktioniert hat, wie erwartet. Dafür hat David Verdacht geschöpft. Ich bin mir ganz sicher. Er hat es nicht erwähnt, aber das liegt nur daran, dass er mir nichts beweisen kann. Ich werde mich in Acht nehmen müssen. Und Cole, Bela und Stina auch. Hoffentlich haben sie überlebt. Sonst wäre das alles sinnlos gewesen. Das Risiko, die Strapazen. Und wenn sie überlebt haben, hoffentlich machen sie etwas aus ihrem zweiten Leben. Sie sind seit Jahrzehnten die Ersten, von denen ich meine, sie könnten Jarvis' Pläne vereiteln. Und wenn es ihnen nicht gelingt, dann gnade uns allen Gott. Da muss es sein. Na, dann wollen wir mal. Ihr kommt von weit her. Ihr wollt diese Welt verlassen und in eure Heimat zurückkehren. Und wir sind gekommen, um euch um Hilfe zu bitten. Ich könnte euch helfen. Doch ich habe nicht die Zeit, den Steinkreis aufzusuchen. Meine Aufgabe ist es, den heiligen Wald im Norden der Insel zu beschützen. Mir scheint, der Wald kommt ganz gut allein zurecht. Das war auch so. Für eine lange, lange Zeit. Doch vor kurzem hat sich ein ruchloser Stamm der Wüstenreiter auf der Insel niedergelassen. Sie jagen die heiligen Mammuts in großer Zahl und stören das Gleichgewicht der Natur. Und wenn wir euch helfen, die Wüstenreiter zu vertreiben? Dann werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um euch und eurer Sache zu helfen.